Und damit herzlich willkommen zurück zu Sacred Gold Together mit Chantal und Lafishi. Wir sind hier immer noch im Porto Draco und ich nehme hier nochmal eine Quest an. Tumblatrottel. Holt meine Tänzerin vom Friedhof ab. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich warte auf meine Tänzerin. Bitte sucht sie. Ja, mach mal. Ich eile. Vom Friedhof, was machen die denn da? Ja. Das ist Mein ganz seltsam. Pferd hat sich festgefahren. Festgefahren. Ich hole die Olle mal kurz ab. Friedhofs Liest? Liesel? Friedhofsliesel. What the fuck? Was ist das für eins Name, Alter? Kann Gräber aufmachen, okay. Doch gleich. Wir müssen ja auch nach Tod der Briganten machen. Noch so ein Klick-Nasenknick, das spawnt ein Skelett. Kennt Ob man in schon? diesem Dorf eine Hüterin des Waldes akzeptiert wird? Wundervoll, das habt ihr gut gemacht. Vielleicht könnt ihr auch den nächsten Hühner vom Steinbruch oder mal Architekten abholen. Und immer schön den abgeknickten Zweigen folgen. Nun schaut doch nicht so verwirrt. Dummer Hurensohn. Maden, wenn es mal wieder länger dauert. Vielleicht eines Mannes. Sehr gut. Des Zwergen Leitsatz war: Ich habe keine Angst vor dir, wäre er nur ein wenig gewachsen. Sag das mal den Dunkelelfen. Sagt das mal den Zwergen. Er hatte Frauen, Macht und Ruhm, doch der Rum, der brachte ihn um. Wenn ihr diesen Text lesen könnt, steht ihr auf meinem Grab. Ja, stehe ich. Und was willst du jetzt dagegen machen, mein Freund? Freund. Lies du mal ruhig weiter vor, ich suche einen Briganten. Und sie sagte zu mir: Wirf mal den Speer rüber. Gleich einer Frau. Ach ja. Hier ruht, wozu dient eigentlich dieser Hebel, Tim? Ja, gute alte Und er Adventure sprach: Games. Oh, eine Medus. Medusa. Nein, Medus. Ja, Und weil sie er es A sagte: nicht mehr Lass sie aussprechen mir. konnte. Es gibt sogar Medusas hier. Kleiner Spoiler. In Underworld, oder? Nee, also ich weiß nicht, ob die mit Underworld dazugekommen sind, aber ich habe im normalen Spiel eine gefunden. Und wo? Da, wo ich jetzt bin. Kurz vor der Hauptquest. Also wir machen ja jetzt auch schon die Hauptquest, die Elemente Ankarias und das vor dem letzten Element habe ich Machen die wir? gesehen. Ja? Oder? Nein. Ach stimmt. Oh, ups. Bin Spoiler! in irgendeine Höhle reingegangen. Oh, okay. Ich dachte, wir gehen erstmal zu unserem schuppigen zweiten Freund. Nee, dritter ist das schon, oder? Nee, zweiter. Ja, zweiter. Jetzt wollen wir da Zweiter. hin, oder was? Ja klar, warum nicht? Willst du auch nicht auf die Mütze hauen? Ja klar. Achso, ich wollte jetzt nicht. Okay. Mann, geh in die Höhle rein, geh wieder raus. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt unser schuppiger Freund auf die Mütze hauen. Ja, wollen wir ja auch. Kommen wir da überhaupt schon hin? Ja, müssten wir. Ist ja hier auf der Seite. Ist das nicht auf der anderen? Nein, das ist auf der Seite. Safe Call? Ja, Safe Call. Wo gehst du hin? Ich bin gerade stehen, nur als ich auf der Karte war, weil ich gucken wollte, ob das wirklich so. Ja, Mein ist es. Pferd hat einen dickeren Motor als deins. Ich weiß. Das ist ein PS mehr. Ich habe 100 PS mehr. Warum auch immer hier schon Dunkelelfen sind. Spät stellt Dumme Dunkel. Guck mal, ich hab sie entwaffnet. Euer Zögern hat alles nur noch schlimmer gemacht. Sterbt! Oh Gott, ich habe rausgetappt. Sorry. Zum Glück hängt das Spiel jetzt auch, aber ich kann Gegner trotzdem noch töten. Das wollte ich nicht. Ups. Oh, ein Gargoyle. Nee, ein Waldgargyl. Gargoyle, das wird so Ah, geschrieben. okay. What the fuck? Immer diese Fantasy-Fotzen. Könnte ich mal Gargoyle richtig schreiben mit O? Mit I, natürlich. Gute deutsche Rechtschreibung. Schön mit IE. Gargoyle. Hast du nicht gerade einen Safe Call gegeben? Ja, weiter links. Du vertraust mir auch gar nicht, ne? Nein! Ich dachte, wir müssen da komplett woanders lang. Vertrauen wir mal nicht dem, der es gefunden hat. Nein, Ich hab's auch das ist gefunden, du nicht schlau. Manjo. Ich hab's ja fotografiert. Geschickt. Du hast mir geschrieben, erstmal ganz rechts oben, aber ich keine Ahnung, was du meintest. Und dann bin ich da selber diesen verfickten Weg gegangen. Ganz Dann links meinst oben. Was? Ganz links oben. Ja, das kann sein. Na, unser Mitbewohner ist gerade wieder nach Hause gekommen, glaube ich. Oder meine Freundin. Rajesh! Ranjit! Ne, könnte auch meine Freundin sein. Ich weiß es nicht. Ist ja Freitag um 15 Uhr schon, Alter. Achso, wir nehmen übrigens Freitag auf. Also praktisch zwei Parts, bevor wir aufnehmen müssten. Oh Gott. Ich hab nichts, was so viel Schaden. Stark, mein Freund. Ja, die sind ja auch irgendwie 10 Level über uns mit 2, ne? So wie 10, 2. Ja. Eins nur noch. Du bist gelevelt einfach schon, Alter.
Wie weit bist du denn mit dem Level? Wir sind erst mal direkt ein Drittel. Ein bisschen mehr als zwei Drittel. Neue Fertigkeit, Nehmen wir mal irgendwas Nutzloses. So wie immer. Hey. Erhöht die Lebensregel. Ich weiß nicht, ob ich Rüstung nehmen soll. Ich glaube, ich nehme die Rüstung erstmal. Oh, ich krieg direkt Punkte auf Rüstung. Rüstung ist ja richtig gut. Ja, Rüstung ist richtig gut. Natürlich ist Rüstung richtig gut. Gibt es einen Skill, der heißt Rüstung? Ja. Oh, den habe ich nicht mit meinem Zwerg. Der gibt mir einfach 40% Resist. Ah, hier muss man lang über die Brücke. Ah. Ja, Mensch. Hätte ich Fisch mal bloß geglaubt, ne? Ja, hätte ich geglaubt. Dann nehmen wir erstmal trockenes Mentos, ne? Fick dich. Du Fotze, Alter. Kann man Trank des Mentos eigentlich beim Händler kaufen? Ich hab den noch nie gesehen. Ja, kann man selten. Relativ selten. Geht nun den Weg alles Irdischen. Gibt sowieso relativ wenig Tränke dazu kaufen, außer halt den Heiltrank. Dennis lockte sich in die Lobby ein. Dennis. Dennis. Ja, natürliche Auslese. Natürliche Auslese, ja. Entschuldigung. Hast du eigentlich irgendwelche Waffen mit irgendwas anderem außer physischem Schaden? Nein, wieso? Doch, Feuer habe ich. Und Magi. Aber ja, dann gehen wir auf Feuer. Das ist aber eine Nahkampfwaffe. Achso. Wieso? Weil die Gegner hier... Also umreiten! Weil die Gargoyles keine oder wenig Feuerresistenz haben, aber dafür Gift. Umreiten ist so komplett unnötig. Umreiten ist wirklich komplett dumm einfach. Gott, also hin und wieder ist es echt nützlich, wenn man irgendwie durch so eine Gruppe läuft und dann die alle umreiten und damit stunt. Wollen wir die alle töten, wenn wir durchreiten? Ja, dann haben wir Probleme bei unserem schuppigen Freund, ne? Ja, komm, dann töten wir dieses Mal alle. Ja. Ich kann unseren schuppigen Freund wahrscheinlich fesseln mit meinem Giftranken. Gott, meine Katze, Entschuldigung. Ich kann sie gerade nicht ausmachen. Doch. Nein. Sammy, was ist denn los? Hallo. Das ist Spinnenfall für dich. Hallo, dumme Katze. Ja. Komm her. Schmuch. Ich frage mich, wie andere YouTuber das mit Katzen machen. Die halten immer die Fresse. Einfach aussperren. Nein, also die klettern auch ganz oft auf dem PC und sowas, aber die halten... Ja, komm hoch. Ja, lass mal, ohne Pferde weitergehen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja, okay. Ja, feiner Kater. Tut mir leid, wenn er jetzt gegen das Mikrofon stößt oder so, aber das ist okay. Katzen dürfen das. Nein. Doch, eigentlich schon. Katzen sollten eigentlich aus dem Spiel entfernt werden. Es gibt Hasen in dem Spiel. Ich habe schon zwei Quests mit Hasen gemacht. Spoiler. Wir haben eine Nicht-Quest mit Hasen gemacht. Verstehe ich nicht. Wir wurden von Hasen angegriffen. Achso, ja, aber es war ja keine Quest. Ja, also ich hab gesagt, eine Nicht-Quest. Wir nehmen auf. Grüße aus Internets. Genau, Grüße aus Internets. Achso, übrigens, der Server ist immer noch dummer Huren-Server, weil dumme Huren. Weil wir dumme Huren sind. Renn ja, genau. Schneller als meine Pfeile. Assi. Wer? Du. Warum? Care to explain? Ja, genau deswegen. So. Hauptsache nicht Fisch glauben, wenn man den Weg nach oben gehen kann. Ja, du hast keinen Safe-Call gegeben. Ich hab einen Safe-Call gegeben, willst du mich verarschen? Ja, deine Safe-Calls glaube ich nicht. Ja, ist doch vollkommen klar. In einer Stunde, in einer halben Stunde. Also. Ja, okay, dann mach eins, ich esse es gleich. In einer Stunde? Hallo, wir nehmen noch zwei Parts auf. Ja, aber ich kann ja zwischen den Parts kurz essen. Nein? Kannst du bitte nicht laut sein, danke? Ich kann auch während dem Part essen, glaub mal. Wenn ich fahren müsste, könnte ich auch noch während dem Part trinken. Du musst nicht mehr fahren. Doch, ich muss noch fahren. Angry Mode. Ich muss nachher in der Garage und mein Auto machen. Ich bin jetzt. Hast du nicht alles gemacht? Ja, teilweise. Ich muss jetzt meinen Unterboden schweißen. Weißt doch, wie mein Auto aussieht. Nicht so gut. Sieht nicht so gut aus. Weißt du, ich bin ein bisschen rostig. Ja, hab ich gesehen. Ich dachte, es muss so. Ja, nein. Neue Fertigkeit, was nehme ich denn? Schwertkunde, Rüstung? Rüstung! Skillen wir doch mal ein bisschen in Rüstung, vorsichtshalber. Nicht, dass wir gleich drauf gehen. Ja! Gott, ohne Scheiß, ich liebe dieses Spiel. Ich nicht. So ein gutes Spiel, ey. Dumme Drakons. Ja, wirklich so. Dumme Dunkelelfen, guck mal. Dummer Dunkelelf.
Ganz dummer Dunkelelf. Ha! Anger Emote. Gute. Dumme Harpier. Harpier. Die ist ja sogar richtig geschrieben mit IE, oder? Habe ich nicht richtig hingeguckt? Ja. Gute. Haben wir schon gesagt, dass das Spiel von deutschen Entwicklern ist? Das Spiel ist von deutschen Entwicklern. Von ja, guten deutschen Entwicklern. Sind. Was? Ja. Was Sacred 2 zu teuer geworden ist. Und deshalb ist Sacred 3 auch richtig scheiße. Aber wir werden es trotzdem vermutlich spielen. Nein, Sacred 3 nicht. Nein, warum nicht? Sacred 3 ist kein Sacred mehr. Das ist gar nichts. Aber es ist auch ein Rollenspiel, oder? Also so ein Action-RPG. Ja, aber es ist eher so ein Diablo. Ich glaube, du kannst nicht mal mehr looten oder sowas. Was? Irgendwas war da, irgendwas. Könnt's ja mal ausprobieren. Ich hab's nie gespielt. Ha! Wollte ich gar nicht haben, dummer Mann. Ich hab eine dumme Axt aufgehoben. Sehr gut. Es ist richtig ungewohnt, die Gegner nicht alle zu one-hitten. Ich guck kurz aus dem Fenster, plötzlich wieder Sturmregen. Bei uns ist gerade strahlender Sonnenschein. Also nicht strahlender Sonnenschein, aber wir haben gutes Wetter gerade. Zieht wahrscheinlich noch rüber irgendwann. Fisch wohnt ja nicht mehr in der Hood, der Assi. Ne, ich wohne 15 Kilometer entfernt, also praktisch neben der Hood. Machst du gegrillte Waffeln aus Hohenmut oder was? Ja, also gegrillte Waffeln aus Hohenmut. Gott, deine Katzen sind so laut, ey, was denn los? Die sind nicht laut! Doch, die machen die. Ja, er macht mir die ganze Zeit, das tut mir leid. Aber ich kann's nicht. Wie macht er das? Weiß ich nicht, weil er Aufmerksamkeit will, ne? Er gibt mir Aufmerksamkeit, ich streich ihn einfach. Hab ich! Und dann will er mehr Aufmerksamkeit und will raus, ne? Das wie raus? Katzen. Ja, raus. Da sieht man schon seinen schuppigen Freund. Oh, ich sehe ihn noch nicht. Oh, guck mal, ein Schwänzchen. Der wird mir richtig krass auf die Fresse hauen, glaube ich. Ja, der wird uns beiden richtig krass auf die Fresse hauen, glaub mal. Der wird uns beide richtig töten. Vielleicht soll ich schon mal einen Heiltrank vorlegen. Ich habe ihn vielleicht schon angeschossen. Nee, du triffst nicht. Okay, gut. Oh Gott. Ja, das ist der zweite Drache, den wir töten. Er hat mich, oh Gott. Er hat mich fast gewonnen, Herr. Anführer hin oder her, gegen meine Kraft und Magie. Wir machen nicht mal so wenig Schaden, also du machst nicht mehr so wenig, wobei ich mache auch relativ gut Schaden eigentlich. Hier habe ich schon mal einen Fledermaus, kommt noch mein Doggo. Oh Gott, der hat mich wieder fast getötet. Schnell aus dem Feuer raus, das Feuer ist richtig böse übrigens, wenn es Schaden macht. Letztes Mal hat es ja irgendwie keinen Schaden gemacht. Mag der Gift? Giftresistenz hat er keinen, aber du machst richtig wenig Schaden. Ja, 3. Mit dem Gift. Na klar, ne, weil ich den nicht. Okay, ich kann wieder im Feuer stehen, endlich. Irgendwie ist das verbuggt im Multiplayer. Schmerzt das? Doch, du auch. Du kriegst auch keinen Schaden. Wollen wir es ausprobieren? Ich bin gerade gestorben. Du standst gerade im Feuer bei mir. Wahrscheinlich ist das Feuer irgendwie verbuggt, dass er manchmal das auf dich macht. Du stehst doch wieder im Feuer. Ich stehe nicht im Feuer. Bei mir stehst du gerade im Feuer. Er guckt bei mir gerade zu dir und schlägt dich. Ja, das hat er auch gerade gemacht. Davor hat er sich zu dir um. Oh Gott, ich war tot. Sehr gut. Mach safe. Ja, ich hab mal wieder einen Doggo. Jetzt hat er auf mich gebrannt. Jetzt hat er bei mir gerade rundum Feuer gemacht. Oh Gott, ich bin tot. Ich kam nicht raus so schnell. Du klaust ihm einfach den Schatz? Ich töte ihn jetzt. Okay. Sehr gut. Er one-hitted übrigens meinen kleinen Viecher. Sehr gut. Ich komme leider nicht schnell genug zu dir. Ich kann mich hier noch nach Mascarell porten. Gott, ich habe gerade aus Angst einen Heiltrank genommen, weil ich meine Form geändert habe. Also, ich habe das Portal in Mascarell nicht mitgenommen. Oh Gott. Hast du es mitgenommen? Na klar. Drache ist tot. Ich habe ein Unique Item bekommen. Ja klar, natürlich habe ich es mitgenommen. Ich weiß ja, wo es ist. Sehr gut. Ich weiß ja auch, wo es ist, aber ich habe trotzdem nicht mitgenommen, weil ich dämlich bin. Fun Fact, ich bin gelevelt. Sehr gut. Ich nicht mal ansatzweise, weil ich nicht in der Nähe war. Ich hab ein bisschen weniger, aber dafür mehr physische Distanz ist auch nicht schlecht. Das ist schon ein bisschen besser als meiner. Gut, physische Distanz drauf, den behalten wir aber. Fun Fact, der verwunschene Schatz, das verwunschene ist komplett irrelevant. Ja, also wir wissen zumindest nicht, ob es nicht irrelevant ist. Ich weiß es. Ich habe gestern gegoogelt, ja. Du googelst aber.
Ja, ich habe nach den Regionsbossen gesucht und bin auf die Drachen gekommen und dann habe ich von den Drachen das bemerkt. Regionsbosse sind Bosse, die kommen, wenn du alle Gegner, die hier zum Beispiel nördliches Kernland steht jetzt 7456 von 7500. Und wenn du 7500 Gegner in dem Gebiet tötest, kommt ein Regionsboss. Was ich bis gestern nicht wusste. Ne, doch, du hast mir das vor ein paar Tagen schon mal erzählt. Gestern oder vorgestern, bis dahin wusste ich es nicht. Ich kenne das Spiel schon ein paar Jahre jetzt. Ja, ich wusste es auch nicht. Aber ich habe es mal versucht. Und nie geschafft. Gestern war ich schon wieder sehr nah dran. Gestern war ich irgendwie auf 3.500 oder 3.000 Gegner oder sowas. Und hast dann keine Lust mehr gehabt, oder was? Ja. Also ich habe dann ausgemacht, weil ich nicht mehr drüber nachgedacht habe halt. Gott, kannst du bitte auf das Pferd aufsteigen jetzt? Das kenne ich. Ich habe einen Waldelf in den Bogen, oder? Nee, ich habe nur einen Pferd am Bogen. Ich glaube, man kann nicht auf das Pferd aufsteigen, während man voll im Kampf ist, oder? Doch, also mit Glück schon, wenn sich das Pferd so fest rennt, dass es neben dir irgendwo gegen Bäume oder so, dann kommst du noch drauf, wenn es wegläuft. Ne, ich kann es gar nicht richtig anklicken. Also ich kann es schon anklicken, aber es will mich, also es will mich nicht. Es lässt mich nicht mehr in seine Richtung laufen. Okay, Pferd ist weg. Okay, haben wir sonst noch was, was ich hier auswählen kann? Ich könnte vielleicht mal hier so ein Schild austauschen. Sehr gut. Ich laufe so lange mal kurz wieder nach Maskerell. Freddy scheint gerade noch im Dingens zu skillen. Ja, das ist schon wahr. Ich habe eine geile Axt gefunden. Sehr gut. Wir holen auch nochmal Pony her. Der zweite schuppige Freund ist jetzt ja tot und dann gehen wir rüber nach Porto Draco und machen da unsere Quests weiter. Genau. Porto Draco haben wir ja nicht mehr so viel zu tun. Die Ronin noch töten. Und Briganten. Und in die Villa gehen. Mit dem Geist mal quatschen. Was sagt denn das Logbuch überhaupt zu dem Geist? Lesen keine Ahnung, das ich muss gerade durch Gegner durchrennen. Da ist es. Töte alle bösen Geister in der Villa vor Porto Draco. Der edle Guido vor Porto Draco. Und hier sieht man auch mal, wie viel man mehr erkennt. Auf der Karte, wenn es Tag ist, gegen Nacht. Das zeige ich gerade mal, weil ich hier war. Ja, sehr gut. Der edle Guido von Porto Draco und seine Gattin Katja haben mich gebeten, ihr heimgesuchtes Anwesen von Geistern zu säubern. Warum wird denn das von Geistern heimgesucht? Das ist aber seltsam, oder? Ja. Das müssen wir erstmal eruieren, würde ich sagen. Dann wird erstmal rausgefunden. Wir sind ja keine Idioten, die einfach nur blind Befehle befolgen. Doch sind wir. Na klar. Gute. Ich bin übrigens da. In Porto Draco schon? Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Ich bin bei der Quest jetzt. Ich bin im südlichen Kernland. Sehr gut. Ich suche so lange mal ein paar Briganten. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade 1000 Briganten stehen lassen. das waren Diebe. Ich kann Diebe und Briganten ganz oft nicht so schnell voneinander unterscheiden. Briganten sind, glaube ich, die mit so... Nee, das sind Diebe. Also die komplett braunen sind Diebe und die mit so ein bisschen schwarz sind Briganten. Mit ein bisschen Schnee. Ich glaube, das sind die mit so ein bisschen Orange drin oder nicht? Oder irre ich mich? Ich suche gerade Briganten. Also die Diebe sind komplett braun. Das können auch Halsabschneider sein. Ja, das sind Halsabschneider. Die du meinst. Die sind so braun-grün. Gott, ich hasse Briganten. Die Briganten-Quest ist eine der schlimmsten Quests. Geht voll. Wie wird man mich hier wohl empfangen? Ohne Scheiß, ich finde eigentlich keine Quest in Sacred so richtig schwierig. Ich tausche gerade mal kurz ein paar Dinge ein. Hab ja genug. Nee, stimmt, du hast recht. Die Briganten sind die mit der grünen Kleidung. Also mit einer Kapuze und grüner Kleidung. Ja. Ich habe schon mal einen jetzt. Hast du ihn auch bekommen? Ja, zwei jetzt. Vielleicht soll ich nicht meine Axt, die Axt benutzen, wenn ich auf Schwertkampf skille. Wie kommst du denn darauf? Bist du jetzt von selbst drauf gekommen oder hat dir da jemand geholfen? Nice. Du hast hier eine Quest übersehen. Was? Du hast hier eine Quest übersehen. Welche? Silvio Dalla, Bürgermeister von Porto Draco. Oh, ja, wie gut, dass ihr hier seid. Euer Ruf eilt euch schon voraus. Merzt eine Bande Marodeure in ihren Unterschlupf aus. Machen wir. Die habe ich übrigens nicht übersehen. Da war der Part vorbei, da bin ich noch zu dir runtergeritten, weil du noch die Quest vorgelesen hast. So, okay.
Gott, ich hasse Katzen. Wir müssen eine Katze kaufen. Dann lass uns mal kurz die Marodeure machen. Das ist nämlich in der Höhle, wo Freddy eben war. Ich müsste eigentlich mal die Stadt mein Inventar. Warte, nimm erstmal den Bogen hier. Mein Inventar ist komplett leer. Ohne Mist. Das ist komplett voll. Ja, ich habe ja gerade einen Drachen gelootet. Ja. Assi. Hä, tut mir leid. 72, 174. Und in der Höhle waren wir kurz drin, weil ich wusste, dass es mit einer Quest zusammenhängt, aber ich wusste nicht mehr mit welcher. Oh, Feuerschaden, das gefällt mir aber gut. Boah, aber richtig viel Feuerschaden auch. Ich folge Freddy mal langsam. Er ist natürlich schon in der Höhle drin. Klar. Ist mein Zielort schon ganz nah. Keinen Zoll abgeben, denk dran. Wenn ich mich auf meine Sinne verlassen kann. Mädchen, du bist eine Frau. Du kannst dich auf jeden Fall nicht auf deine Sinne verlassen, weil Frauen, du hast keine. Alter. Das sind Frauen. Frauen haben eine weibliche Intuition, die ist eigentlich gar nichts. Und die ist eigentlich nicht vorhanden. Wie bilden sie sich ein? Also jetzt mal ohne das Diskriminieren Frauen gegenüber zu meinen, aber Frauen bilden sich sehr oft Sachen ein. Männer tun das auch, aber Frauen tun das öfter. Und Frauen sind ja auch immer der Meinung, Männer sind der Meinung, dass sie immer recht haben, aber Frauen sind der Meinung, dass sie immer recht haben. Das ist richtig schlimm. Obwohl wir... Ich gehe jetzt mal von mir aus, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich habe schon wirklich häufiger recht als meine Freundin. Und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist halt wirklich eine Tatsache. So, das Problem ist halt, wenn man von nichts eine Ahnung hat, dann hat man halt auch nicht so oft recht, so. Das ist wie, als wenn ich mit Freddy über den Garten reden würde und er der Meinung wäre, er hätte recht. Er kann ja der Meinung sein, weil Einbildung ist ja auch eine Bildung. Aber mehr ist es halt auch nicht. Gott, mein Feuerschaden ist richtig gut. Ohne Scheiß. Ich treffe die Gegner hier sogar richtig gut. 84%. So viel habe ich mal beim Zwerg noch nie gehabt. Wie 84%? Ja, 84% Trefferwahrscheinlichkeit. Wo sieht man die? Hab ich noch indem du auf gedacht. I gehst und dann hast du ja Lebensenergie und darunter Angriff, Verteidigung und Treffer. Bei Treffer steht 84% bei mir gegen die Gegner, gegen die wir gerade kämpfen. 75. Ist immer auf die Gegner bezogen, gegen die man gerade kämpft, aber gegen die hat man halt dann so viel. Sie trifft mich nicht, aber ich treffe sie, dumme Fotze. Also nur um das jetzt mal kurz festzuhalten, ich will das nicht, ich will jetzt hier keine Frauen diskriminieren. Ich wollte nur mal... Klar. Das ist eigentlich der Sinn des Let's Plays. Ja, eigentlich schon. Deshalb spielen wir immer Frauen. Immer in allen Mehrspielerspielen spielen wir immer Frauen, weil wir sie diskriminieren wollen. Nicht, weil die Charakterbilder besser aussehen. Ja, ich finde die wirklich nicht besser. Nein, wirklich nicht. Also zumindest ein Hagrid nicht. Und ein Titan Quest auch nicht, aber in Grimdon waren sie schon besser. Türschlüssel, gib her, meiner. Demo deutscher Waffen, oder? Wir gucken uns mal kurz im Logbuch an. Also wir haben hier Brief für Daniel, den haben wir schon abgegeben. Eine Haarlocke des Soldatenliebchens. Ein Türschlüssel. Der Türschlüssel ist übrigens ein verfickter Ring. Und der Demodracer Waffenrock von ihm hier. Ich such grad, wo er ist. Ich hab vergessen, auf wo L. das ist. Auf L und dann auf deinem Kopf. Ah, da, ja. Auf der Kiste. Ja, der Demodrianische Waffenrock, was eigentlich nur ein Hemd ist. Ist das nicht ein Waffenrock? Keine Ahnung, was ein scheiß Waffenrock ist, Alter. Bist du behindert jetzt, oder was? Ja, wollen wir uns prügeln? Komm ruhig ran. Komm, bleib ruhig weg. Okay. Insider. Den ich nicht verstehe. Nicht. Ich auch nicht. Ich hab ihn nur mal angebracht, war cool. Sehr gut. Dabei cool verlassen. Und gut. Jetzt will ich kurz abgeben, ich reite mir mal gerade die Scheiße ab und gucken, ob ich noch einen Briganten hier finde, der sich versteckt. Mach das, ich habe hier keine mehr gefunden. Same. Also als ich gespielt habe. Ich bin dann irgendwann weitergeritten und habe dann irgendwann welche gefunden. Und die also ich habe irgendwie 5 Stück getötet und dann habe ich die anderen 5, ich glaube 4 oder so habe ich die getötet Stadt. Und dann habe ich 5 oder 6 dann noch bei der Villa getötet. Die Waldläuferin geht mir übrigens richtig hart auf den Sack, weil die ganze Zeit weint, in die Stadt, ich mag keine Städte, stinkt hier alle in der Revolution, Fortschritt, Tricksgrüne Fotze, Alter. Achso, nicht, dass ich was gegen Grüne hätte, ich sehe die selber, aber tricksgrüne Fotze. Welchlich? Der Schurk ist tot. Und ein Schmaus für die Würmer. Den Waffenrock ist tot. Fleisch, weil ihr der Scheiß besser gefällt. Weil ja. Die Pflanzen besser gefallen. Ja, ich denke auch. Ich gucke mal ganz kurz meine Kampfkünste an. Ich glaube nämlich, ich kann auch Tiere beschwören. Ruft ein Einhorn auch. Herbei. Boah Gott, das brauche ich. Das brauche ich ganz dringend. Das hört sich richtig gut an.
Ein Einhorn, what the fuck? Sowas kann auch wieder nur eine Frau machen, Alter. Frauen aller. Was God. Sind Frauen? 2004. 1286, aller. Bist du eigentlich rothaarig? Nein, du bist weißhaarig, okay. Ich glaube, Schwarzhaare, wenn ich in Vampirform bin. Das glaube ich auch. Kommst du weiter? Oder was machst du? Ich sortiere gerade meinen Scheiß und muss dann aus dem Händler eigentlich. Oh, Freddy. Tut mir leid, dass manche Leute hier auch Drachen töten müssen und dann ganz viel Loot bekommen. Während manche Leute sich einfach auf den Boden legen und tot spielen. Und dann 2000 Kilometer wieder laufen müssen, weil sie das scheiß Portal im Mascarell nicht haben. Was sie immer noch nicht haben, fällt mir gerade ein. Willst du es noch schnell holen? Ja, ich reite kurz nach Mascarell. Ich tausche noch kurz was ein und dann reite ich nach Mascarell. Ich habe jetzt ein bisschen Rüstung geskillt und plötzlich mal meine Rüstung 10 Millionen mehr Schaden. 10 Millionen mehr Schaden. Danke, Freddy. Ja, 10 Millionen mehr Schadenschutz. Schadenschutz. Also ich finde momentan noch keins was vernichten, was ich gerade erzählt habe. Ja, das ist genauso wie hatten sie das geschrieben? Moment, ich muss kurz nachlesen. Das war richtig dumm. Wo ist das? Da ist das. Pro Schlag eins Leben verlieren. Guter Deutsch. Ich hole das mit direkt zum Händler. Konnten ihre Bewerbung leider nicht entsprochen werden. Bäh. Alter, was ist das für eins deutsche Rechtschreibung, Alter? Da kannst du auch wirklich eins implementieren. Mach mal bitte. Und so richtig dreckige, da kannst du so richtig Judenrechtschreibung implementieren. Juden 2004. Du hast eine neue Schuhe für 20.000 gekauft? Wir wirken vielleicht hier ein bisschen rassistisch, aber das ist halt eigentlich nicht so, aber... Wollen wir ein Anzweiflungs-Emoji posten? Anzweiflungs-Emoji, dass wir rassistisch sind. Pff, wir machen nur Witze über alle. Tricks Deutschen immer. Was ist Lassismus, Alter? Lassismus! Ling-Ling! Ming-Li! Gott, Ming-Li wieder, Alter. Es gibt keinen Ming-Li, hör auf damit. Ming-Li, Beste. Aber Ming-Li macht lecker Essen. Ohne Scheiß. So, jetzt soll ich mal wieder aufkommen, das Inventar. Aber Walla Habibi macht ja auch leckeres Essen. Walla Habibi. Kann man nichts gegen sagen. Also Döner, die ja Bock drauf. Boah, ja, jetzt ein Döner, Alter. Das ist ein schöner Jumbo-Döner. Boah. Fällt mir ein Essen ein von irgendeiner Rasse, die ich nicht mag? Rasse. Also nicht eine Rasse, die ich nicht mag, sondern Essen, das ich nicht mag? Ich glaube nicht. Ich glaube ich. Mein Einhorn ist tot! Nein! Er hat das einfach getötet. Weil das nicht so viel AP hat. Es ist. Wer hat das getötet? Irgendwer, auf den ich es gehetzt habe. Bist du schon hier? Ja, wo bist du? Oh, hier. Ich dachte, du bist erstmal noch in Mascarell. Ich habe hier gerade nochmal geguckt, ob ich irgendwo Briganten finde. Ach so. Ja, ich war kurz in Mascarell. Hier, ich dachte, du brauchst ein bisschen länger. Hallo, Einhörnchen. Das heißt sogar Einhorn. Wie dumm ist das denn? Ja, so dummes kann nur von den Frauen kommen. Einhorn, Alter. Dummes Einhorn, Alter. Reit bitte drauf. Kann ich nicht. Ich kann es nicht benutzen. Installiere den Mod, auf den du es kannst. Okay, wollen wir erstmal die Villa freimachen oder wollen wir erstmal in den Keller gehen und gucken, was da los ist? Die Villa hat auch einen Keller. Ja, ich dachte in den Gruftkeller. Nein, ich hab... Nicht. Hier gehen wir erstmal auf Axtkampf. Der Pfeil ist bei mir draußen. Ich brauche immer noch ein Schwert, um mit Feuerschaden. Mein Pferd, mein Einhorn ist tot. Vor allem hier liegen einfach so zwei tote Einhörner. Das sieht so mega dumm aus. Ja, Alter, jetzt ein Zettel. Das Einhorn ist, glaube ich, auch relativ useless. Es hat echt wenig HP. Musst du halt richtig voll skillen. Mein Wolf ist auch irgendwie toll. Okay, ich habe ihn nur gegen Drachen verwendet. Und ich hasse auch, dass ich nur Sachen beschwören kann, welchen Vampirform bin. Ja, also bist du draußen? Wenn denn? Ich bin unten. Bei mir stehst du auf dem Balkon ohne Hose. Also ohne Unterkörper. Sehr gut. Ich habe einen Brigant gefunden. Ich gehe mal kurz hoch. Hä, ach so, hä, du standst bei mir gerade nach oben. Ja, same. Das gleiche hätte ich mit dir, du dummer Mann-Jump. Sehr gut. Geh du mal in den Keller, ich geh hier Briganten töten. Okay. Ich hole mir mal ein Einhörnchen. Der Part ist gleich vorbei. Ja, aber das machen wir noch zu Ende, oder? Was, die Briganten oder denn? Nee, die Quest hier. Die Quest nicht mehr, ich will vielleicht nur hier mit der reden gleich unten, aber mehr auch nicht. Ich will nur zurücklaufen. Anderen Keller. Ich weiß. Gut. Geld oder Leben? Briganten bricht sich immer eine Kapuze auf. Okay. Ich glaube, Geister haben wenig Feuerresistenz. Ich glaube, das kann man auch irgendwo nachlesen.
habe einen Kampftritt für dich gefunden. Ja, das steht unten, neben den Dings. Ah, da, okay. Nein, die sind anfällig gegen Gift. Aber Feuer vertragen sie irgendwie auch überhaupt nicht. Also je heller es ist, desto besser sind dagegen geschützt. Also die meisten Leute haben eine hohe physische Resistenz. Und je schwächer das Symbol ist, desto weniger können die das ab. Achso, warte mal, was angezeigt wird, ist das, was sie abkönnen. Ja, also okay, dann können sie physischen Schaden und Gift sehr gut ab und Feuer gar nicht. Ja. Und Magie ist manchmal gar nicht, das heißt, sie können Magie auch gar nicht ab. Ja, Magie und Feuer ist gar nicht angezeigt. Also können sie die beiden Sachen gar nicht ab. Gut. Der Keller hier ist fertig. Das war aber eine einfache Quest. Können wir jetzt schon abgeben? Nein, wir müssen noch in den Keller im Garten. Was uns da erwartet, sehen wir beim nächsten Mal, denke ich. Ja. Okay, gut. Dann. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.